Moin, hier ist der Eugen Köpper wieder mit dem Motorhead Videoblog, Vlog, wie auch immer. Das ist Clemens, ich bin Andi und wir sind Motorized. Schön, dass du da bist. Ja, Prost. ich freue mich. Gerade heute. Zum Talk über die beste Band aller Zeiten. Heute sind wir beim zweiten Album angelangt. Overkill. Ja. Ich habe hier mal diverse Versionen rausgesucht und zwar habe Ja. ich natürlich hier einmal die originale Vinyl von 1979. Dann habe ich die remasterte Vinyl von 2019 zur 40-jährigen Jubiläumsedition. Da waren auch noch diverse Live-Alben und Kram bei. Das war eine Kombi-Box mit Bomber, aber damit beschäftigen wir uns nächstes Mal. Dann habe ich hier einmal eine Doppel-CD-Deluxe-Version. Und zwar ist da noch mit drauf B-Seiten, denn diese Louie Louie EP damals, diese Cover und Alternate Takes oder was weiß ich, wie die das immer nennen. Und aber auch noch was BBC in Konzert 79 und BBC John Peel Session 78. Die habe ich auch, aber einzeln als CD. Okay. Also, ja. Ja. So, glaube ich. Und natürlich die CD auch nochmal remastered in der 40 Jahre Jubiläumsedition Du bist und Fan auch, ne, der Band, so, ja, also. und da ist noch drauf Live at Aylesbury Friars am 31. März 79. Ja, ich glaube, das ist irgendwo in England. Oder es war 79 irgendwo in Ich England. glaube, in der Vinylversion, die liegt aber oben jetzt. Da steht das auch genauer drauf, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ist Egal, toll. es Es ist geht ja auch auch. manchmal einfach alles ein bisschen viel, was so im Schrank steht, ey. Absolut. Also das definitiv. Deswegen finde ich das gut, dass man das in diesem Format mal Ja. würdigt. Aber was ist das Besondere an diesem Album? Ja, Es ist es ist erstmal geil. super geil. Eins der besten Motorhead-Alben überhaupt, auf jeden Fall. Also und gut sind sie alle. Ja. Und das ist das Erste, was das klassische Line-Up quasi zusammen auch geschrieben und eingeprügelt hat. Ohne dass da vorher irgendwer drin rumgefuscht hat oder sonst was. Und Ja, ich meine, das ist halt, wir sprechen ja auch in der nächsten Folge dann über Bomber. ja. Im Vergleich zu Bomber finde ich dieses Album wesentlich stärker. So, weil halt, also Stay Clean zum Beispiel ist einer meiner Ja. Lieblingssongs, so. No Class, Damage Case. Damage Case ist ja, also ich weigere mich ja immer, mich festzulegen auf Lieblingssongs, Lieblingsalben, aber Damage Case drängt sich bei mir immer Ja, auf. aber gesagt, einer meiner Ja, Lieblingssongs. genau. Ne? Ich wollte Ja. nur sagen, also ich wollte nur unterstreichen, was Damage Case bei mir für einen Stellenwert hat. Also der ist sehr Ja, hoch. ja, ja. Metropolis wurde, glaube ich, im Studio geschrieben, weil sie noch Zeit hatten. Das habe ich zumindest mal irgendwo Genau. gelesen und er hat, also Lemmy hat irgendwie einen Tag vor der Studio-Session den Film gesehen und dann den Song geschrieben. Er hat aber auch gesagt, dass es mit dem Film gar nicht viel zu tun hat. Das habe ich mal gelesen, Okay. dass er einfach nur irgendwelche dämlichen Phrasen aneinandergereiht hat und sich Spaß daraus macht, was die Leute versuchen, da rein zu interpretieren. Das habe ich mal Wenn gelesen, man den Text liest, dann ist es so aber ich Kanalliebe. glaube, ein paar Jahrzehnte sind auch vergangen zwischen Songschreiben und Interview und er hat in diesen Jahrzehnten jede Menge Kram in sich reingetan. Aber Und ich glaube, er weiß manchmal auch einfach, wusste nicht mehr immer hundertprozentig, wie jetzt was wohl wo war naja, oder gut, ich meine, wie könnte man auch. ja, da, das ist der eine Fakt und der andere, die andere Geschichte ist halt so ein Songwriting. Ja. Manchmal hast du ja einfach eine coole Idee, vielleicht den Refrain oder diesen catchy Start, ne, Metropolis, bla bla bla. Und dann musst du halt irgendwie weitermachen Ja. und schreibst einfach was melodisch Passendes dazu, wo du dir vielleicht gar nicht in dem Moment halt irgendwie so riesengroß Gedanken machst. Und dann wird so ein Song, ich meine, den haben die jahrelang live Bis zum gespielt, Schluss. bis zum Schluss im Set gehabt. Ja, der ist halt ein Klassiker Ja. der Band so.
Da habe ich mal eine ganz wichtige Frage an alle Leute da draußen, alle 20, die zugucken vielleicht. Auf jeden Fall hat er am Ende, was heißt am Ende, also auf jedem Konzert mit Phil Campbell vor diesem Song im Anfangs, ja, haben ja, sie immer ihre kleinen Finger so, ja, eingehakt. Ja. Und wenn irgendjemand weiß, warum, dann bitte erzähl's mir. Ja, guck mal die diese rote DVD, Stage Fright. Ja. Die gibt es mit Untertiteln, ja, von Lemmy und Phil. Aha. Und da sprechen die da bei der Stelle drüber und sagen, Alter, was machen wir da? Wieso benehmen wir uns wie Idioten? Ich meine, das ist... Ja? Ich meine, das ist in der DVD, ja, habe ich das aus welchen Gründen auch immer mal mit Untertiteln geguckt. Und, da ja, und ich war schon mal so verzweifelt, dass ich gedacht habe, wenn ich Lemmy treffen könnte, dann dürfte ihm eine Frage stellen. Ich würde fragen, warum habt ihr das gemacht? Ja. Ja, ist eine total berechtigte Frage. Ich glaube, du bist auch nicht der Einzige, der sich diese Frage schon mal, ja, gestellt hat. Ja, naja. Aber jetzt mal zurück zur Musik. Wir haben ja auch hier die Double Bass das erste Mal im Einsatz. Und ich weiß, dass Filthy Animal gesagt hat, er spielt das erst ein, wenn er es perfekt beherrscht. Und er hat wohl Tage und Wochen und Nächte, ja, verbracht, um das zu trainieren. Und dann haben sie diesen Overkill Double Bass Einstieg Part gemacht. Ja. Und der so, weiß nicht, wie viele Bands behaupten, dass das quasi die Geburtsstunde von Thrash Metal gewesen sein soll. Übelst, ja, oft sagen sie, ja, damit hat alles angefangen. Ja, gut, ich meine, das ist ja 79. Ja, ja, klar. Und das ist vor Metallica, das ist vor Slayer, ja, und so weiter. Ja. Und das finde ich ja immer so krass. Also, das wünsche ich mir ja auch in dieser Zeit mal so ganz unvoreingenommen, weißt du, gehst im Plattenladen, denkst so, ey, cooles Cover, Overkill, Motorhead, lege ich, ja, auf. So, reißt die Anlage auf und hörst das Ding. So, ich meine, und dann stehst du doch da und denkst, boah, geil, was ist das denn? Weil das ja, jetzt heute bist du halt überfrachtet mit so einer Musik, ne? Aber ja, damals und vor allen Dingen auch nach dem Debütalbum, was ja noch, wie wir gesagt haben, bluesig ist, so ein bisschen verspielter vielleicht, und dann das Ding. Also ich meine, das brennt dann halt alles weg so, ne? Und, ja, und das wird dem Titel gerecht. Das Cover stimmt, der Titel stimmt, die Songs stimmen. Das ist einfach ein geiles Album. Ja, da hatte ich mal ein Interview mit Joe Petunia gesehen, dem Künstler, der die Cover früher alle gestaltet hat. Und der war überhaupt nicht zufrieden damit, hat er gesagt. Mit dem Cover? Ja, nee, die haben ihn unter Zeitdruck gesetzt. Dann musste er fertig werden. Und er hat gesagt, er wollte es eigentlich ganz anders haben. Okay. Aber er hat noch andere Entwürfe gezeigt. Und die fand ich gar nicht so schlecht, aber die haben sie nicht genommen. Ja gut, ich meine, das ist natürlich auch so, gerade bei diesen Dingen, man kann das halt nicht neutral betrachten. Nein. Dieses Album begleitet einen halt schon, ja, so lange. Und man hat natürlich, wenn man an Overkill denkt, dieses Ding im Kopf. Und halt immer der Live wusste man halt, Overkill, dann ist das Konzert zu Ende. Ja. So, ne? Und die auch immer wieder diesen Einzähler halt übernommen haben. Und da, ich meine, gut, das ist halt, wie gesagt, meine Zeit, Motorhead ab 2004, wo ich dann auch angefangen habe, sie live zu sehen. Und Mickey D hat das halt nochmal brachial. Da gibt es einen Geheimtipp. So. Es gibt eine Studioversion von Overkill mit Mickey D und Phil Campbell von 2006. Echt? Okay. Die habe ich als 7 Zoll. Ja. Kannst du auch bei YouTube hören. Okay. Oder bei Spotify oder sonst was. Ja, ja. Genau, und die hat ordentlich Druck und also die ist wirklich gut. Ja, das finde ich ja auch bei Stay Clean. In der neuen Besetzung auf den neuen Live-Scheiben hat er natürlich mehr Rums als das 79. Genau, das ist so, natürlich, ne, aber auch der Aufnahmequalität damals geschuldet. Ist ja logisch. Bisschen, dafür ist der Sound echt authentisch, ja, von der Zeit. Finde, ja, ich echt super. Ja. Und noch nützliche oder unnütze Infos. Albi, your sister, sollte meine Frau singen. Das hat er eigentlich geschrieben, glaube ich, für Tina Turner oder sowas. Mhm. Hat er mal irgendwo erzählt oder irgendeine andere Frau. Hat dann aber keine genommen und hat gesagt, sing es halt selber. Albi, your sister. Und No Class ist natürlich das Riff geklaut, das ist von ZZ Top. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der Song heißt, aber, ja, aber ich glaube, da gab es nie Ärger, weil Billy Gibbons und Lemmy sind ja gute Freunde. Ja, die haben ja zusammen mit Dave Grohl Run, Rudolph Run eingespielt für dieses Metal All-Star X-Mess Album. Ne? Bei Gitarrengriffs darf man ja bei Motorhead teilweise eh nicht so genau hingucken, weil da einiges sich ähnelt oder gleicht oder mal übernommen worden.
Muss ich das zensieren? Kannst du machen, wäre aber eine Lüge. Vertuschung von Fakten. Genau, auf jeden Fall war das 79 ein mega anstrengendes Jahr. Die haben die Overkill gemacht, dann sind sie auf Tour gegangen und dann haben sie die Bomber gemacht und darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Jawohl. Alles klar, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.